Wir haben heute um 19 Uhr eine neue Gratis-Evolution bekommen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Food Peppy Training Kanal. Und wir werden uns jetzt gemeinsam natürlich wieder die meiner Meinung nach 5 besten Spieler angucken, die für diese Gratis-Evolution in Frage kommen. Wenn euch das gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Insgesamt müssen wir für diese Evolution 8 Spiele machen, bekommen Tempo, Dribbling und Defensive gepusht. Außerdem 4 Sterne Weakfoot und 4 Sterne schwacher Fuß dazu. Also danach sollte wirklich jeder Spieler 5-5 haben. Und außerdem bekommen wir noch Block als Playstyle Plus dazu. Und ich finde, die Gratis-Evolution sollte man so oder so in der Regel mitnehmen, weil man spielt ja sowieso, ja, und man muss den Evo-Profi einfach nur spielen, man kann ihn auch auswechseln, Hauptsache er steht, glaube ich, in der Startelf, beziehungsweise ich meine, man kann ihn sogar einwechseln, wenn mich nicht alles täuscht, und es ist eine Karte dabei, die gefällt mir besonders gut, aber es sind auch noch weitere Karten dabei, die nicht schlecht aussehen, und deswegen gucken wir uns jetzt die 5 besten Karten für diese Evolution gemeinsam an. Karte Nummer 1 ist Araujo, ja, er benötigt seine Goldkarte und bekommt danach eine 91er Karte mit 5-5 und natürlich den Playstyle Plus. Ich muss ehrlich sagen, die Karte sieht jetzt nicht schlecht aus, ja. Also ist jetzt kein absoluter Banger, aber sie ist in Ordnung. Wir haben natürlich eine Promokarte, die auch ein 91er Rating hat. Die ist natürlich von den Einzelstats deutlich besser, ne? Davon sollten wir wegkommen, dass wir denken, diese Gratis-Evolution-Karten sind genauso gut wie diese Promokarten, die 1,4 Millionen Coins kosten. Aber ich sag ganz ehrlich, hey, diese Evolution ist for free und es gibt vielleicht auch welche, die keine 1,4 Millionen haben und Bock haben, jetzt in dem Fall einen Araujo zu spielen. Und dann ist diese Gratis-Evolution, denke ich mal, eine gute Alternative. Also da sollten wir wirklich aufhören, immer zu meckern, weil es ist einfach for free. Und wenn man keinen Bock hat, diese Gratis-Evolution zu machen, dann lässt man es halt. Ja, also ich finde, diese Karte sieht sehr, sehr interessant aus. Mal eine andere Karte, die man evolutionieren kann. Aber wir haben natürlich auch 2 Klassiker dabei. Einmal David Alaba, ja, das ist die TOTW-Karte von ihm, die wird zu einer 91. Die ist natürlich relativ schwierig zu bekommen. Ja, die ist nicht mehr ziehbar, die ist bestimmt vermutlich schon wieder extinct. Ihr könnt natürlich auch seine Goldkarte nehmen. By the way, es ist immer relativ schwierig, gute Karten für Evolutions zu bekommen, weil die Nachfrage natürlich auf einmal extrem hoch ist. Aber für Karten, die noch Supply haben, die ihr für die Evolution benötigt, gibt es einen Trick, sage ich mal in Anführungszeichen, nämlich das Snipen, wie man diese Karten schneller und besser bekommt. Also ist so einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschafft. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wenn ich da mal ein Video drüber machen soll, dann gerne mal in die Kommentare damit. Also wir haben einmal Alaba als Klassiker und wir haben natürlich einen zweiten Klassiker und das ist der Inform von Raphael Varane. Da passt natürlich auch wieder der Inform, der wird zu einer 91er Karte oder ihr nehmt einfach seine Goldkarte, die könnt ihr auch evolutionieren. Die wird dann zu einer 90er Karte, so konnten wir schon im Weakfoot Peak machen, aber hier auch nochmal mit 5-5. Sieht in Ordnung aus, ist jetzt meiner Meinung nach kein Banger, aber kann man auf jeden Fall überlegen zu machen. Wer auch nicht verkehrt aussieht, ist die Goldkarte von Rüdiger. Der hat danach sogar 2 Playstyle Plus. Gerade nach dem Länderspiel gestern denke ich, dass es auf jeden Fall Fun machen kann. Wir haben die EM im Sommer. Heißt, wenn man sich hier eine Fun-Karte schon mal evolutionieren will, weil man vielleicht im Sommer ein Deutschland-Team spielen möchte oder so, kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt kommen wir aber zu meinem persönlichen Favoriten. Ja, das ist ein bisschen exotischer, sage ich mal, vielleicht nicht ganz einfach zu linken, aber es ist die Winter Wildcard von Tapsoba. Ja, also ein Bundesligaspieler, genauer gesagt von Leverkusen. Der bekommt danach 2 Playstyle Plus. Und jetzt schaut euch mal bitte, wenn ich hier draufklicke, die Einzelstats an. Wir haben nicht nur 2 Playstyle Plus, sondern wir haben natürlich auch hier wieder 5 Sterne, 5 Sterne. Und guckt euch mal diese Dribbling Stats an. Der hat einfach 6 Dribbling Stats, also alle auf 99. Und ich finde, diese Karte sieht sehr, sehr interessant aus. Ich denke, wenn man jetzt die Winter Wildcard von ihm hat, reden wir uns jetzt hier nichts ein. Ja, es wird relativ schwierig sein, die hat keinen Supply mehr, diese Karte zu bekommen. Wenn ihr die im Verein habt, würde ich zu 100% diese Karte evolutionieren. Weil ich glaube, das kann richtig Bock machen. 5 Sterne, 5 Sterne, 2 Playstyle plus 99 Dribbling überall. Ich glaube, das ist eine richtig, richtig
gute Fun-Karte. Also das waren jetzt meiner Meinung nach die besten 5 Evolution-Spieler, die ihr wählen könnt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch eine andere Evolution-Karte, die jetzt nicht dabei war, habt, die ihr empfehlen würdet. Und welche Evolution-Karte ihr davon wählen würdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Seth.